So, nachdem wir die Bastarde da hier weggenietet haben, haben wir uns erstmal einen gescheiten Hillen ein und dann, da war doch irgendwo noch ein Medipack. Oder war das nur der Schemmerdach? Hä? Der hat doch gerade was gedroppt. Oder ist da nur ein Körperteil von ihm geflogen? Nehmen wir mal wieder mit. So, wo müssen wir jetzt lang? Erstmal hacken wir uns da wieder rein. Das war leicht. Okay. So, wo müssen wir lang? Aufzug wieder rauf. Sehr gut. Was liegt hier hinten? Ein Energieknoten! Der will zermanscht werden. Ja, und ich habe eine verstopfte Nase. Verdammte Hagi da. Bisschen Muni. Und dann gehen wir da durch. Da sehen wir wieder Medipack, was wir nicht mitnehmen können. Das nervt mich schon wieder. Und warum? Weil wir immer noch diese Pläne für die Harpune dabei haben. Und ich drücke schon wieder auf Escape. Ja, da kommen wir nicht rein. Scheiße, aber wir können es jetzt gerade nicht ändern. Okay. Kurz gesagt, durch die Tür. Ich sage, Lucky Lucky machen erstmal. Sicherung durchfetzen, dass wir die Tür hier safe haben. Weil wir doch mal durch müssen. Nervigen Biester alle putt. Scheint nicht. Naja, einfach abschütteln geht auch. So. Irgendwas krebst doch hier noch rum. Bastard. Jo, du bleibst draußen, Alter. Mann, wann komme ich denn endlich zu der Tussi, hey? Ist ja ein Wunder, dass ich noch lebe. Nam, didam, didam, didam. Lalalala. Lalalala. Wow. Das war jetzt eine lange Fahrt. Immer tiefer in die Kirche. Was soll denn der Schmarrn? Oh, Kapitel 5 sind wir schon. Meine Fresse, da habe ich das gar nicht mitbekommen, weil die Kapitelwechsel immer waren. So, bestätigen. Yes. Und wir haben endlich mal wieder gespeichert. Na, mach auf die Tür. Ist das jetzt der Wartungstunnel?
Ja, ich glaube, da kommen auch wieder ein paar Trash-Mobs, sage ich jetzt mal. Oder kommen die erst im... Ne, die kommen erst im zweiten Durchgang hier, glaube ich. Also bröckchenweise kann ich mich schon noch dran erinnern, so ist es ja nicht... Meine Fresse, also sie führt uns hier lang. Dann war uns halt Hallos, wo er hier wieder bekommt. Da haben wir auch noch so einen Kasten. Jetzt führt sie uns links lang. Ich habe hier so böse Erinnerungen, dass hier irgendwas noch abging. Ich hör's doch schon wieder. Da will Isaac wieder und mir einer ans Leder, du. Mal wieder rechts lang, mal rechts, mal links, mal rechts, mal links. Wusste ich's doch, das war nicht der einzige. Da kannst du einen drauf lassen. Räume gibt es da noch? Oh, meine Fresse, hey. Ich hasse so viele verzweigte Wege. Oh, der Junge, der friert gleich. Sagst du jetzt, kommen sie auf einmal alle daher? Zipfel, du. Das musst du mal nachladen. Hast du was gesagt, mein Junge? So. Ein Textlog. Ich
Schwerkraft offline. Data? Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Data? Verdammt! Oh Mann, da gab's auch irgendeinen Trick. Ja gut, Stace-Modul. Ah, halt! Da ist er. Der Aufzug funktioniert, ja. Ja. Shit, was war denn da nochmal? Keine Ahnung, ob Sie mich hören können. Sie müssen nach oben gehen. Hören Sie mich? Nach oben! Ach nee, du olle Hexe. Sollst dich jetzt da nicht rein schnetzeln. Dass wir lieber den Knoten da einsammeln sollen. Wir sind doch autorisiert. Ah, wie ging die Scheiße jetzt nochmal? Okay. Da ist noch einer. Also. Okay, und jetzt die nächsten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann konnten wir hier die Stays nochmal auffüllen. So, genau. Ach, nee. Ja, wie ging ich jetzt nochmal in Schwerkraftmodus? Ja, meine Hacke da. Zieh fix. Auf zu Knopf. Oh. Ja, das wissen wir jetzt schon.
Ja, alt war es, genau. Das müssen wir... Staisen müssen wir das. Schema für Medipack Mittel. Wie immer entfernen wir die Harpunen und heben uns das natürlich auf. Und einmal bitte landen. Austritt Schwerelosigkeit. Isaac, verdammt! Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorg mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Planänderung? Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße! Das Signal wird schwächer. Folgen Sie dem Aufrufsignal. So, der Ripper mit den Sägeblättern. Sicherheitsanzug kostet 20.000, aber den nehmen wir definitiv. Ich hoffe, hier ist auch eine Safe Station, weil dann können wir ja gleich wieder einen Break einlegen. Yo, der wirkt doch schon viel edler. Der Schnickemeister. Ja, stylisch. So, jetzt schauen wir mal, was gibt es denn noch so Schönes im Shop? Ja gut, sonst nichts Neues. Die Medipacks natürlich, das kann man kaufen. Waffen ist nur der Ripper neu. Schauen wir mal. Den können wir natürlich verkaufen, der bringt Kohle. Den Rest brauchen wir noch. Was kostet der? 8 Steine. Das geht eigentlich. Energieknoten kosten 10 Steine. Was brauchen wir auf jeden Fall? Medipacks braucht man immer. So, dann sind wir schon mal sauber ausgerüstet. Jetzt wäre trotzdem eine Safe Station nicht schlecht. Sehe ich auch schon eine. Und wir haben auch wieder Saft. Oh, böse Erinnerungen. Hier noch ein paar Credits. Und hier erstmal eine schöne Bench. Oh, können wir wieder was pimpen. Erstmal geht's an die Rake. Das Wichtigste, wir haben 3 Punkte. So, mehr Luft. Oder da mehr zu Trefferpunkten. So. Trick. Und was ist noch wichtig?
So, Plasmakutter, Strahlenkanone. Was kann man da? Kapazität. Schaden können wir erweitern. Sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen was aufgemotzt. Und haben die Folge mal auf 20 Minuten hochgekitzelt. Aber wir können dafür hier... Na, hier speichern. Und ich kann jetzt schon in die Haie gehen. Hoffentlich. Und dann schließen wir einfach in der nächsten Folge hier wieder an und bahnen unseren Weg hier durch. Also, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und falls ihr irgendwelche Kritikpunkte habt, haut raus damit. Weil... Man weiß ja nie. Man lernt nicht aus, gell? Also, ich wünsche euch was. Pfiat euch, servus, gell?